Aber müsste nicht mindestens der Journalist eine gewisse Kompetenz in Charakterologie haben, damit er, wenn das schon nicht jeder Einzelne vermag, die Kritik und die Kriterien einbringen und öffentlich aussprechen kann, mit denen man die Politik und andere uns alle gemeinsam angehende Vorgänge und Entwicklungen illusionsfrei einzuschätzen in der Lage ist. Das sollte so sein, aber nun muss man eins nicht vergessen. Es gehört zur Charakterologie großer Mut. Nämlich zu sagen, dieser politische Führer oder diese Idee ist schön und gut und heilsam, das ist natürlich einfach. Aber zu sagen, dieser Mann ist ein Schwindler, dieser Mann oder diese Politik geht auf Zerstörung aus, dieser Mann hat ganz andere Ziele, als die er uns sagt. Diese Politik und diese Vision ist eine Form der Weltanschauung und der Religion, die im Widerspruch zu alledem steht, was uns gelehrt wird. Dazu gehört großer Mut. Denn das sind Feststellungen, die man häufig gar nicht so beweisen kann, weil charakterologische Dinge sehr kompliziert sind, so beweisen kann, dass sie für den Einzelnen unmittelbar bewiesen sind, wo man sich etwas auf die Intuition, das Mitfühlen des anderen verlassen muss. Und wer wagt es überhaupt, selbst wenn man es beweisen könnte, so etwas zu sagen? Das heißt, wir sind ja geneigt, nur zu denken, wenn eine Feststellung etwas sehr Negatives ausdrückt, dann ist sie ein Werturteil. Statt zu sehen, ob die Feststellung etwas Gutes oder etwas Schlechtes ausdrückt. Sie ist eine charakterologische Feststellung. Genauso wie wenn ich über ein Bild sage, es ist gut oder schlecht vom ästhetischen Standpunkt, dann ist das eine Feststellung, die man objektiv mehr oder weniger machen kann. Oder wenn ich von einer Brücke sage, sie ist tragbar oder sie kann nicht die Lasten tragen, für die sie bestimmt ist, dann ist das auch ein Werturteil, aber es ist in erster Linie eine Feststellung der Fakten. Aber so wie es ans Persönliche geht, haben die Menschen Angst, etwas zu sagen, was wie ein Werturteil klingt. Und dann werden sie noch unterstützt von denen, die sagen, ja, das ist ja ganz unwissenschaftlich. Als ob Tatsachenfeststellungen, die gleichzeitig auch Werturteile sind, damit nicht mehr der rationalen Diskussion unterliegen. Schließlich eine Frage, die manches von dem, was wir hier besprochen haben, wiederholt und zusammenfasst. Widerstand ist ein Name für eine gesteigerte, für eine qualifizierte Aktivität. Aus vielen Gründen treffen wir jedoch in gesellschaftlich-politischer Hinsicht viel mehr Passivität, Desinteresse, Fatalismus, Ohnmachtsgefühle, große und vor allem sehr viele kleine Weigerungen, Risiken, Entscheidungen, Verantwortungen, womöglich auch Schuld zu übernehmen. Diese Sendung ist leider nicht der Ort, diese Gründe des Näheren zu untersuchen, aber ich hätte gern von Ihnen noch ein paar Sätze gehört zu der Frage, wann und wo Widerstand beginnen muss, damit er weit vor der Notwendigkeit eines Attentats bereits effektiv werden kann. Ja, ich glaube, damit berühren Sie eigentlich eine der grundsätzlichsten Fragen. Wenn man mit dem Widerstand im Sinne des Widerstandes gegen Hitler erst nach dem Siege anfängt, dann hat man schon verloren, bevor man anfängt. Denn der Widerstand muss beginnen lange vorher. Das heißt, Widerstand nicht in dem Sinne notwendigerweise, dass man, wie der Widerstand gegen Hitler, dass man ein System bekämpft oder stürzen will, das hängt von dem System ab. Aber Widerstand in dem Sinne, dass man seiner Überzeugung traut, dass man sich eine Überzeugung bildet zunächst einmal, dass man ihr traut. Und das heißt, wie Sie sagen, dass man aktiv ist, dass man nicht ein Schaf ist, sondern dass man ein Mensch ist, der denkt, der denken kann, der sich Vorstellungen machen kann, dass über das, was gut für ihn ist. Das ist die hervorragendste Qualität des Menschen im Gegensatz zum Tier.
der eine Vision haben kann von dem, was gut für ihn ist. Mit Hilfe seiner Vernunft, wenn die Vernunft nicht vom Herzen und vom Gefühl getrennt ist. Und diese Passivität selbst, die allerdings, glaube ich, wird erzeugt von unserer ganzen gesellschaftlichen Struktur, in der der Mensch mehr und mehr eine Nummer wird, ein Rad wird, ein kleiner Statist wird in einer bürokratischen Struktur, in dem er keine Entscheidungen zu treffen hat, in dem er keine Verantwortung hat, in dem er im Großen und Ganzen nur das tut, was die Maschine oder die bürokratische Maschinerie vorschreibt und in dem er weniger und weniger selbst denkt, selbst fühlt, selbst über sich Gedanken macht, weil alles, worüber er sich Gedanken macht, nur die des Egoismus sind. Wie kommt er weiter, wie verdient er mehr oder wie wird er gesünder, aber nicht mehr, was ist gut für ihn als Menschen. Das war allerdings bei den Griechen und in der klassischen Tradition die Hauptaufgabe des Denken. Das Denken nicht als Instrument zur größeren Naturbeherrschung, sondern in erster Linie als Instrument, um herauszufinden, was ist der beste Weg zu leben, was ist gut für den Menschen. Diese allgemeine Passivität, dieser allgemeine Mangel an aktiver Beteiligung am eigenen Leben, am sozialen Leben, diese ist natürlich der Boden, auf dem auch die politische Passivität beruht, und sie ist der Boden, auf dem Faschismus möglich ist oder Bewegungen ähnlicher Art.